erklären wir euch heute die dritte Methode, wie man eine Perücke glatt bekommt, beziehungsweise Zopfteile. Ja, sozusagen, dass das Teil genau wieder zu dem Teil wird. So. Und dann fangen wir an? Ja, fangen wir an. So, ihr seht nochmal den Zopf. Nun denn. Was wir alles brauchen, um eine Perücke zu glätten: Klipse zum Abteilen, Zopfgummis, eine Haarbürste, verschiedene Kämme und ein einstellbares Glätteisen. Mit einem Stielkamm wird der Zopf jetzt nochmal in verschiedene Strähnen abgeteilt, am besten in dünne. Und die anderen Strähnen könnt ihr ja mit einem Zopfgummi wegklemmen. Wenn ihr dies gemacht habt, nehmt ihr erstmal einen groben Kamm und bürstet euch von unten nach oben durch. Dabei immer die Knötchen, die dabei entstehen, immer schön rauskämmen. Versuchen so weit wie möglich nach unten zu kämmen, und falls ein Knoten wirklich gar nicht rausgehen sollte, könnt ihr diesen dann auch rausschneiden. Dies macht ihr bis ganz nach oben durch. Ihr nehmt dann euer Glätteisen, welches einstellbar sein sollte. Deswegen einstellbar, weil eine Kanekalon-Perücke nur ca. 120 Grad Hitze verträgt. Wir zu unserem Teil nutzen 90 Grad. So, wir haben uns jetzt die Perücke nochmal abgeteilt, eine einzelne Strähne rausgenommen. Genau. Und jetzt nehmt ihr euer Glätteisen und ihr könnt die Perücke beziehungsweise die Strähne von unten nach oben glätten, dabei mehrmals drüber gehen, damit sie wirklich richtig schön glatt wird. Und zum Schluss könnt ihr einmal von oben nach unten durchziehen. So sieht das nun aus, wenn ihr die Perücke mit dem Glätteisen komplett geglättet habt. Und als einen kleinen Zusatz machen wir jetzt zum Beispiel noch einen Conditioner rein in die Haare. Genau. Und dann nochmal ein Spitzenliquid, damit das dann in den Spitzen weicher wird und nicht mehr so frisselt. Überall ein bisschen hinverteilen in die Spitzen. Und fertig ist euer Zopfteil. Hi! Ja, das sind wir wieder mit dem Ergebnis. So sieht es jetzt aus. Wieder schön glatt, geschmeidig, glänzend. Ne? So. Und wir danken der lieben Lucy Akasuna nochmal ganz, ganz doll, dass sie uns für dieses Video ihre Perücke zur Verfügung gestellt hat. Ja, auch ein riesen Dankeschön von mir an dich. So, und ihr seht es vielleicht schon, wir wünschen euch noch frohe Ostern!